Die Alpha Registry Masterdatei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Auf schnell. Ah. Plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit, dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt, ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier, damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat.
Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths.
Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Ja. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Wie denn? Die Säule schaut. Oh, ein Treffer und Hilfe. Die Säule bricht zusammen. Ich habe schon mal gerade eben in der Cutscene vorsichtig auf Maus Tastatur gewechselt, aber keine Waffen, da habe ich nicht dran gedacht, muss ich sagen. Moin! Ich muss mal kurz vorbei. Warte mal. Warte mal, ganz. Oh. Ich hab aus Versehen Steam-Overlay gerade aufgemacht. Warte. Nee, warte. Das hier hätte ich gerne. Ja. Warte. Boah, der ging ja sauber daneben. Warte mal. Aua. Mach mal hier ein bisschen ausweichen, Mann. Oh, ich muss erstmal weg von diesem Pisskind. Warte mal. Genau falsche Richtung, aber egal. Der Treffer war geil gerade. Den wollte ich gerne nochmal. Ja, wow. Oh. Das war knapp. Warte mal. Ich muss erstmal ein bisschen weiter weg hier. Fuck. Oh, das Ding kann ja umfallen. Warte mal. Alter, wieso hänge ich schon wieder an so einer verkackten Missgeburtenkante fest? Oh, ich hasse das. Nein! Ah! Well. Wow, was war das denn? Mann, wieso schießt die manchmal nicht? Ich hasse das. Alter, und dann haut er das Ding daneben. Ich raste aus. Die. Nicht der. Aua. Wie bin ich auf einmal hier? Diese Teile an seinem Kopf. Sie müssen etwas mit seinen Hebeangriffen zu tun haben. Ja. Ah, leck mich. Ich muss mir die Maschinenkadaver ansehen. Warte. Reich jetzt erstmal ein bisschen aus. Warte. Wo ist denn der? Da. Das wollte ich. Geil. Oh. Aua. Warte mal. Geil. Der Treffer war richtig geil gerade. Warte.
schön durch ausgewichen. War nicht schlecht. Warte. Jawohl, geil. Geh da hin. Seid still! Schatten, tötet sie! Silence. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht... Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen... Falls du wieder ins Schattenkaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt.
Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Hey, 4 Fertigkeiten. Okay. Hier unten. Leider. Was ist das hier? Achso. Leider haben wir keine Energiezelle gefunden. Und wir müssen nach hier. Können wir nach da reisen? Nein. Da mal, können wir überhaupt irgendwo hinreisen? Was ist denn? Ah, hier können wir. Hier können wir hin? Okay, was ist hier? Okay. Auf geht's. Wir haben ja eben gehört, was los ist. Mal schauen. Was uns jetzt Tolles erwartet. Was? Los, weiter, Mann, weiter. Alter, ich hasse euch. Los, geht's da rauf. Ach, den geht nicht, warte. Ich muss ja erstmal weg. Alter, was ist hier los? Was? Alter! Darf ich auch mal eigentlich wenigstens laufen? Mutters Wege. Dem Erdboden gleichgemacht. Der ist gerade gespawnt, geil. Jetzt einfach erstmal der Mission nach. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Oh nö. Rumdum, rumdum, rumdum. Ja, Wetter passt zur Stimmung. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Oh nein. Egal. Moin. Muss man hier durch. Danke, dass ich ausweichen darf, nebenbei gesagt. Kampfgeräusche von da oben. Klingt nach einem Donnerkiefer. Ein verdorbener Donnerkiefer. Wir werden angegriffen. Donnerkiefer, was? Nee, mach mal nicht. Der war's nicht. Die Eclipse. Tatsächlich ein verdorbener Donnerkiefer. Was? Die Überlebenden müssten sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Ich erreiche die Luke nie. Ich bin mir nicht sicher, ne? Aber einen schönen Schlag kriege ich bei dem wohl nicht hin, wa? So, blöde Frage. Genau, was den Berg einschätzen. Ich markiere den erstmal. So, warte. Oh, moin. Was? Krieger, an Aloys Seite, jetzt.
Für Aloy! Für die Raummutter! Und Sona. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, warte, ich scanne nochmal. Dann sehen wir nämlich besser hier. Toll. Zurück in die verdorbene Erde. Alter, Hilfe. Aua. Was? Alter. Jawohl, geil. Okay. Ich find's übrigens schön, dass sie hier Gras zum Verstecken platziert haben. Warte mal. Ah Gott. Ich glaube, ich muss wieder umsteigen. Warte. Jetzt ist er da hinten, toll. Die Verderbnis wird nicht siegen. Daneben. Oh Gott. Erstmal weg. Oh geil, das Ding ist kaputt. Warte. Ganz kurz. Oh Gott. Hallo. Ich bin... Ja. Alter. Was war das? Alter. Was war das für ein heftiges Geräuscheffekt? Nee, warte mal. Da oben hätte ich gern. Ja, hätte ich nicht. Okay, warte. Jawohl, der ist auch ab. Geil. Okay, was? Hat er gerade gesagt, Suche abbrechen, Ziel gefunden? Alter, diese Geräusche, Hilfe. Fuck. Das wollte ich. Die Göttin richte dich. Hab mich gerade ein bisschen erschreckt, möglicherweise. Warte mal. Oh. Entschuldigung, muss mal vorbei. Nee. Aua. Aua. Die Verdammnis wird nicht siegen. Ah, fuck, da war's gerade. Ah, hier ist gut. Schon wieder Munition leer, warte mal. Oh Gott. Oh, jetzt. Warte, da ist es. Da ist es doch. Ja. Die Verderbnis wird nicht siegen. Nein! Oh, dein fucking Ernst? Jetzt spannt die den Boden wieder zu spät. Alter, was ist das denn zwischendurch immer? Ich hasse das. Ey, ich krieg einen Ausraster. Mach mal kurz hier. Ungläubig und verdammt. Ja, na endlich. Kurz mal hier. Oh, das Heck ist ab, geil. Warte, ich will schnell looten. Wir haben's geschafft. Mist, ich kann die Mods nicht mitnehmen. Warte, ganz schnell, bevor die nächste Cutscene kommt. Hier, warte. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt auch weg. Und der hier auch nochmal. Ich dachte, wir würden sterben. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So, hier können wir nichts machen. Okay. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei?
Im Moment aber. Das war nur ein Kampfwal. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Ich glaube, die werden leider nicht schlecht staunen. Bunker entdeckt. Wir waren aber schon mal. Und in dem Bunker haben wir auch schon die Energiezelle gefunden. War übrigens unsere erste. Möchte ich mal kurz festhalten. Achso, da liegt wer. Warte mal. Entschuldigung. Hier war das doch. Guck mal. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Warte. Da war was. Hier war die. Irgendwo hier drinne. Nochmal gucken, falls sie respawned hat. Wäre lustig. Weil dann würde ich jetzt nämlich die Rüstung erst holen gehen. So, ist hier noch was? Ich weiß, wir sind hier schon mal durch, aber wenn wir schon mal da sind, dann schaue ich gleich nochmal, ob es vielleicht irgendwas Neues gibt. Sieht aber nicht so aus. Oh Gott, Hilfe. Ey. Hier ist überall ja nichts. Hier ist sich nix. Okay, da kommen wir her. Da oben können wir nicht drauf. Da ist auch eh nix. Alles gut. Dann schauen wir mal. Hey, Loi. Du bist zurück. Wo ist er? Tab? Ah, hier. Ich freue mich, dich zu sehen. Deine Verletzungen. Sind sie sehr schwer? Nur ein paar Kratzer. Nichts, was ich nicht mit Nadel und Faden in Ordnung bringen könnte. Als Näher kann man in der Schlacht also doch etwas leisten, was? Ja, ich schätze schon. Okay. Da
vorne sollen wir hin. Interessant. Was gibt's denn hinten noch? Es ist Aloy! So ist es. Ich habe Mutters Speer mitgenommen. Ach. Alles andere mussten wir zurücklassen. Wie schön, dass du ihn retten konntest. Ich weiß, was er dir bedeutet. Die Stammmütter haben uns in dieses Versteck geführt. Ich will hier nicht sterben. Oh Göttin, bitte. Noch irgendwen, mit dem wir reden können, hier zufällig? Das. Aloy, das sieht voll so aus, als ob der da drauf pinkeln würde. Entschuldigung. Ist zurückgekehrt. Ich wusste, dass du überlebst. Sprich mit uns. Ja, jetzt warte doch mal. Du heißt einen Fluch willkommen. Komm, Sucherin, wir haben viel zu bereden. Dass sie hier ist, ist bereits Blasphemie. Du. Hallo, Resh. Bewachst du immer noch die Latrine? Sprich mit den Stammmüttern. Sie warten. Einen Moment. Ich wollte dich etwas fragen. Na klar. Moin, das hatten wir alles schon. Alles gut. Ich sollte mit den Erzmüttern reden. Ja, sie warten auf dich. Wir reden später. Erzmütter ohne Grenzen? Okay. Okay.